Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um die Roomtour innen und außen und um alle Veränderungen, alle Erneuerungen, die ich hier vorgenommen habe an meinem Fahrradwohnwagen. Das zeige ich dir hier. Viel Vergnügen dir beim Zuschauen. Ja, ich sitze jetzt hier in meinem aufgeklappten Fahrradcamper. Das ist ein ganz schönes Raumgefühl. Ein bisschen wie so eine Dachwohnung oder wie ein Zelt durch diesen Giebel. Also ich habe hier ungefähr eine Breite von 1,50 Meter hier. Hier sind 60 Isomatte, hier auch nochmal so ungefähr 60 cm. Und hier ist dieser Radkasten natürlich in der Mitte drin. Das kann stören, aber ich habe auch gemerkt heute Nacht, das kann auch ganz praktisch sein. Mein Sohn hat hier geschlafen, es war einfach so eine kleine Bande, dass er nicht hier rüberrollt zu mir, weil es geht ganz leicht hier bergrunter, wo wir jetzt hier stehen. Und ist auch eine praktische Ablagefläche für Getränk, fürs Handy oder für was auch immer. Und hier kann ich auch noch ein Brett drüber legen, dann habe ich hier einen kleinen Tisch. Wenn es mal draußen regnet, kann ich hier drin auch essen oder am Laptop was arbeiten oder wie auch immer. Also das hat sich wirklich bestens bewährt und ich habe ja hier auch genügend Kopffreiheit, kann ja aufrecht sitzen, das war mir wichtig. Ja, und auch mich einfach bewegen, gerade dass man mal bei schlechterem Wetter hier sich auch länger aufhalten kann. Natürlich auch wenn der runter geklappt ist, dann geht er ja bis hier hin und es ist dann doch auch ein ordentliches Raumgefühl hier, groß genug, um auch eine ganze Weile hier drin auszuharren, sich zu amüsieren, sich aufzuhalten bei schlechtem Wetter. Ja, es liegt sich wirklich sehr bequem hier drin, mit diesen Isomatten, diesen selbstaufblasenden Isomatten. Und dann habe ich ja hier diese Gurtbänderrost gemacht. Das passt sich total optimal an. Hier fehlt jetzt noch so eine Alu-Isolationsmatte. Das merkt man schon nachts, dass es auch von unten dann einfach wärmer hochstrahlt. Und dann ist es auch dicht hier. Dann kommt da keine Feuchtigkeit rein und auch keine Moskitos. Es war jetzt heute Nacht hier offen, aber es hat gar nicht gestört. Werde ich aber noch nachrüsten natürlich. Und diese Konstruktion mit dem Klett und diesen Platten da rein zu kletten, hat wirklich sehr gut funktioniert. Ist nahezu dicht. Ganz kleine Löcher, wenn man sieht, gibt es hier. Und da unten auch. Aber diese Platte hier hinten, die hält wirklich prima mit dem Klettverschluss. Da hatte ich Sorge, dass er das rausdrückt, aber das verzahnt sich so gut mit dem Klettverschluss, dass das hält. Da habe ich noch zusätzliche Klettgurtbänder angebracht, dass das noch gehalten wird. Und hier unten habe ich einfach noch mit dem Kabelbinder die Wand von außen herangezogen. Das ist einfach wirklich klasse. Die Konstruktion hier funktioniert genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es freut mich natürlich, wenn sowas aufgeht, was ich mir ausgedacht habe. Das kennst du ja vielleicht selber auch, kannst ja mal unten in den Kommentaren deine Erfahrungen mit sowas mitteilen, wie es dir damit ergeht, wenn du dir was ausdenkst. Manchmal läuft es ja auch schief, gab es ja auch hier ein paar Fehlschläge, aber das gehört einfach dazu für mich bei der Entwicklung von solchen Projekten. Ja, und jetzt hier in der Praxis zeigt sich, dass sich das wirklich bestens bewährt und das freut mich natürlich total. Und mein Sohn, der möchte gar nicht mehr aufhören, der will am liebsten noch eine Nacht hier drin schlafen, das werden wir auch irgendwann machen. Und ich werde natürlich auch alleine jetzt mal unterwegs sein, im nicht ausgeklappten Zustand, das da erproben und dann auch in der Wildnis mal stehen. Wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz gelandet. Ist auch gut, wenn man die Infrastruktur hat mit Toiletten und so weiter und Strom. Und ich habe hier wirklich ausreichend viel Platz hier zum Liegen. Das ist, glaube ich, innen 1,90 lang. Ich bin so 1,83 Meter lang, also ausreichend. Und der Schlafkomfort ist wirklich top. Also ich muss sagen, mit diesem Gurtbandlattenrost, das bewährt sich bestens. Gerade als Seitenschläfer, wenn man da auf der Seite liegt, dann sinkt die Hüfte und die Schultern schön ein hier. Hier ist ja dieser Steg, das ist dann ungefähr bei der Taille, das stört mich jetzt gar nicht, da geht es wieder ein bisschen hoch. Und ich muss wirklich sagen, ich habe erholsam geschlafen und das finde ich ja gerade wichtig im Urlaub. Einen erholsamen Schlaf, ich will ja hier keinen Stress oder keinen schlechten Schlaf haben, dann bringt es ja nicht so viel für mich Urlaub zu machen. Das soll ja wirklich zur Erholung dienen. Und das kann ich sagen, das passiert, das gelingt hier bestens. Also besser als in manch teuren 50.000 Euro Wohnmobil, wo man wirklich komische, harte Schaumstoffmatratzen hat, die nur auf irgendwelchen Brettern oder Tischen liegen oder so weiter.
Es gibt natürlich da auch immer mehr gute Schlafkomfort unterbauen. Auf dem Rücken liegen geht natürlich überall leichter, aber auf der Seite ist schon heikler, da braucht man einfach bessere Unterlage. Und das hat man hier wirklich super genial. Und hier Ablagemöglichkeiten für noch zusätzliches Gepäck, wenn man jetzt mit dem Kind unterwegs ist. Als Erwachsener würde es ja nicht mehr gehen, da braucht man das ganze Bett. Aber hier kann durchaus natürlich auch noch Partnerin, Partner liegen. Das war ja auch eins der Hauptargumente, warum ich den ganzen Wohnwagen gebaut habe, dass ich hier einen ausklappbaren habe, um zu zweit schlafen zu können, also entweder mit Partnerin, gar nicht weit weg vom Wohnort, einfach mal eine kleine Ausfahrt machen, übernachten mit den Kindern auf dem Campingplatz, Spaß haben. Das zeigt sich jetzt, dass es wirklich super cool klappt hier. War mit meinem Sohn eben eine Nacht jetzt hier unterwegs und jetzt machen wir noch einen kleinen Ausflug an den Fluss und vergnügen uns einfach hier zu zweit. Und das ging vorher ja in meinem anderen kleinen Klapp-Anhänger nicht. Und ich habe jetzt einfach die Möglichkeit, hier zu zweit kleine Ausflüge zu machen, ja, und irgendwann vielleicht auch mal eine größere Tour. Ich finde es wirklich wichtig, in so einem kleinen Raum hier ordnende Strukturen zu schaffen. Und das habe ich damit geschafft. Da habe ich jetzt diese Schaumstangen drin. Ich brauche, wenn ich den zusammenklappe, dann lege ich das zwischen die Platten, dass die sich nicht gegenseitig aufscheuern. Oder die Vorhänge sind hier drin. Oder hier, falls ich mal einen Platten habe, habe ich hier Flickzeug, Luftpumpe und so weiter drin. Auch normal habe ich hier ein Rote Kreuz-Köfferchen drin. Da kann man einfach alles wirklich schnell reinschmeißen. Es ist gut organisiert und gut aufgeräumt. Weil das gleiche gilt hier für dieses Gepäcknetz, Staunetz an der Decke. Das habe ich mir ja selber genäht. In einem anderen YouTube-Video sieht man das auch. War ein bisschen aufwendig, aber das bewährt sich wirklich bestens hier. Wird zwar ein bisschen nass in der Nacht, ein bisschen feucht durch die Atemluft, die ist ja auch sehr feucht und man sieht auch hier an der Decke ein bisschen Kondenswasserbildung, obwohl es heute Nacht gar nicht so kalt war. Hier an den Ecken natürlich auch Kondenswasserbildung, aber wir haben auch gar nicht groß gelüftet. Wir hatten nur dünne Schlafsäcke dabei, diese kleinen Kinderschlafsack, und ich hatte einfach nur so einen dünnen Art Armeeschlafsack, also da war es nicht. Also der ist nicht besonders warm, aber hier drin ist auch nicht besonders kalt geworden. Also es war angenehm. Ja, und hier ein kleines Kissen. Das ist, glaube ich, mit so Schaumstoff-Styroporkügelchen gefüllt. Ist total leicht, passt sich auch schön an. Schläft sich ähnlich wie so ein Hirse-Spreukissen. Und hier an der Ecke habe ich noch meinen kleinen Thermokühlschrank. Der hält ganz gut kalt mit diesen Kühlpads hier. Jetzt ist er natürlich warm geworden nach einem Tag. Aber für die Butter und so hat es gelangt für einen halben, dreiviertel Tag. Und dann kann man den ja wieder auf dem Campingplatz nachladen. Ganz, ganz schlichte, einfache Lösung. Wiegt nicht viel, reicht für kleinere Ausflüge völlig aus. Und hat hier schön Platz für die nötigsten Sachen. Passt alles rein, was man so braucht für einen kleinen Ausflug. Ein Bierchen, Butter, Marmelade und was auch immer aufs Brot soll. Und Gemüse zum Frischhalten. Ja, und hier in der Ecke, schön verstaut, passt genau hier rein, ist so eine Kofferraumtasche vom PKW. Da ist meine mobile Küche drin mit Töpfen, Gaskocherle, Besteck, Geschirr ist normal auch hier drin und Messer und so weiter natürlich. Passt hier alles prima rein. Ist mobil, kann man rausnehmen, wenn man draußen kocht, oder ist hier wirklich ganz Platz sparen und bündig hier schön in der Ecke verstauen. Stört überhaupt nicht beim Schlafen. Ja, und das Witzige ist, diese Isomatte hier von meiner Frau, die passt haarscharf genau hier rein, wie maßgeschneidert. Von der Länge, von der Breite, genauso wie hier drunter mein Gurtband-Lattenrost. Ich weiß auch, man sieht hier so ein schwarzes Moskitonetz, dass hier keine Krabbeltiere von unten reinkommen. Manche haben so gezweifelt, ob das wasserdicht genug ist. Bis jetzt ist kein Wasser reingekommen. Ich bin gestern bei Regen gefahren, bei nasser Straße. Und dazu habe ich ja noch zusätzlich hier diese Iso-Alu-Matte. Die deckt es genug ab, dass hier kein Wasser reinkommt. Ist auch nochmal ein Kälteschutz von unten. Also in der Nacht habe ich wirklich sehr gut geschlafen. Dafür, dass ich in so einem Fahrradwohnwagen oder woanders schlafe, da schlafe ich meistens ziemlich schlecht. Aber durch diese gute Gurtbänder Lattenrost habe ich einen guten Schlaf gefunden. Das kann ich nur weiterempfehlen, das auch so auszuführen. Also ich selber kann auf dem harten Brett nicht mehr liegen, wo nur so eine dünne Isomatte drauf liegt.
Da kriege ich einfach Rückenschmerzen nachts und Schulterschmerzen und hier kann ich wirklich entspannt, erholsam liegen. Und ich finde, es soll ja auch der Sinn sein von so einem Urlaub, dass man sich hier erholt und nicht eher erschöpft durch schlechten Schlaf. Und das war mir von vornherein sehr wichtig, dass ich einen guten Schlaf habe. Deswegen habe ich hier einfach die Ausführung ja auch so gemacht mit dem Latten-Gurtbandrost. Und es bewährt sich wirklich jetzt hier in der Praxis bestens. Also muss schon sagen, ich bin hier mit dem Wohnwagen sehr zufrieden und ich freue mich auf weitere Ausfahrten. Es ist einfach eine schöne Form, hier unterwegs zu sein, zu reisen, und man ist zudem auch noch klimafreundlich unterwegs. Das ist wirklich das Tolle, was mich auch begeistert an der ganzen Sache. Fahrrad, Wohnwagen und vor der Haustür einfach los auf Abenteuertour. Yippie! Ich freue mich auf das nächste Video und wenn du dabei bist. Schönes Fenster, Dachfenster, um Sterne zu schauen, Mond zu sehen. Und hier kann man die Vorhänge ja schnell dran machen, habe ich jetzt abgemacht. So sieht es jetzt hier drin aus. Lüftung funktioniert auch, einfach auf und zu machen, wieder auf. Ja. Ja, das war hier mal die kleine Roomtour hier innen drin, wie das alles so aussieht und ausgestattet ist und wie die Räumlichkeiten sich hier anfühlen. Ah, hier ist übrigens meine neue Lampe, die habe ich hier angebracht. Bewegungsmelder oder Dauerlicht hat die. Geht jetzt nicht an, weil es Licht scheint. Die hat dann auch einen Sensor und es erhält hier den ganzen Raum. Das reicht mir. Ich brauche keine Lichterketten und schon gar keine roten. Kann ich abmachen und kann es hier auch außen anbringen. Dann habe ich hier Außenlicht. Ganz variabel. Leselampe. Einfach so Raumbeleuchtung. Und ich entdecke hier gerade noch eine Neuerung. Ein Zuschauer hat mich darauf gebracht, dass der Ausgang ist ja so immer offen hier. Und damit ich hier noch einen zusätzlichen Verschluss habe, habe ich aus dem alten Zelt hier diesen Eingang rausgeschnitten und kann das dann mit dem Reißverschluss zumachen. Ich mache das mal hier runter einhändig. So, kann ich hier einfach runterrollen und dann hier verschließen. Das kann ich natürlich auch wegmachen hier und habe ich nur ein Moskitonetz im Schutz vor Mücken und es ist auch luftiger nachts, denn ich habe gemerkt, nur diese zwei Lüftungsdinger hier sind doch ein bisschen klein, wenn es wärmer draußen ist. Also von dem her ist gut, ich kann das ja auch noch mal öffnen und da Luft reinholen. Gerade auf dem Campingplatz ist es ja auch viel sicherer. Ich weiß noch nicht, das hier, das müsste ich auch noch mal irgendwie oben befestigen können. Das ist jetzt nur ein so ein Verschluss da. Aber das ist eine gute Idee. Danke an den Zuschauer für diese Idee. Ich habe es hier umgesetzt und es funktioniert nicht super alles. Hier habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, an dem Spalt hier durchzukommen. Aber das, der Ausgang ist halt viel größer als meiner. Deswegen überlappt es ein bisschen und ist schwierig. Aber es geht auch so. Ja, was gibt es hier noch für Neuerungen hier drin? Die Vorhänge werde ich neu machen. Wenn gerade das hier ausgestellt ist, habe ich hier auch nochmal ein Zusatzklett gemacht, weil sonst ist der Vorhang ja so schräg runter gestanden, war gar nicht abschließend dicht. Hier habe ich auch noch eine Veränderung vorgenommen an dem Gästebett. Das war hier zu schwach, das hat sich durchgebogen. Deswegen habe ich einfach nochmal hier so ein Rundrohr draufgeschraubt und das ist jetzt wie eine Brücke hier. Das ist jetzt richtig stabil. Also ich kann es hier mal biegen. Da biegt sich jetzt gar nichts mehr durch. Da kann jetzt auch durchaus ein 80 Kilo erwachsener Mensch auf meiner Gästebett-Erweiterung liegen. Hier habe ich noch solche Klett-Gurtbänder hingemacht, damit man zusätzlich diese Seiten fixieren kann. Da hatten ja manche Bedenken, dass es beim starken Wind oder so das aufzieht. Das hatte ich dann auch. Deswegen habe ich noch zusätzlich fixiert. Jetzt kann hier nichts mehr aufgehen, während der Fahrt auch nicht, vom Fahrtwind. An allen Ecken habe ich das angebracht. Und hier unten am Boden habe ich es genauso angebracht, dass man einfach die Seitenwand noch zusätzlich fixieren kann, auch wenn man drin liegt, dass das hier nicht rausgedrückt wird. Weil nur der Klett war mir dann doch ein bisschen zu heikel auch. Ich werde mir jetzt hier neue Vorhänge nähen aus so Reststoffen von meinem Transporterfahrrad. Da habe ich so ein Verdeck genäht. Das ist ein waterproof, ein wasserdichter Stoff. Der ist hinten so gummiert und ist recht flexibel in so einer Auberginenfarbe. Denn bei meinem Hitzetest
haben hier meine LKW-Planen-Vorhänge total versagt. Also dieser Kleber hier von diesem Klettverschluss, der reagiert irgendwie chemisch mit der LKW-Plane. Das schrumpft sogar ein bisschen zusammen und es bildet hier so, vielleicht sieht man das hier, einen komischen Schmierfilm. Der Fahrradwohnwagen stand ja in der prallen Sonne bei diesem Hitzetest und da haben sich sogar diese Hakenbänder hier von der LKW-Plane komplett gelöst. Das heißt, das Hakenband hing dann an dem Flauschspann, war hier ganz ab und der Vorhang ist hier einfach flop runtergeflogen, lag auf dem Boden, also war überhaupt keine Verschattung mehr mit dem Vorhang möglich. Deshalb kommen die alten Vorhänge jetzt hier in die Tonne. Das ist natürlich so unbrauchbar. Deswegen nehme ich mir jetzt hier neue Vorhänge mit diesem schönen Stoff und Klettbändern hier am Meter. Die sind jetzt nicht kleben, die sind einfach zum Aufnähen. Und dann gibt es das Problem mit der Hitze und mit dem Klebstoff auch nicht mehr. Einfach mal grob angezeichnet. Meine Devise ist genau arbeiten, wo es erforderlich ist. Und lässig arbeiten, wo es nicht gebraucht wird, wo es nicht gefragt ist. So, fertig. Ich habe jetzt die schönere Stoffseite nach innen gemacht, denn ich sitze ja innen und schaue da drauf. Und diese gummierte Seite, die glänzt ein bisschen nach außen. Die Scheibe glänzt ja eh, also von dem her, so rum kommt es hin nach außen und das ist innen, finde ich jetzt schöner so rum. Ich hätte es natürlich auch anders so machen können, aber so gefällt es mir besser. Hier oben habe ich das Dach noch voll beklebt jetzt mit der Folie. Einfach als UV-Schutz. Der Hersteller gibt zwar an, dass das 2 bis 3 Jahre voll UV-beständig ist, wenn es immer in der vollen Sonne steht. Das tut er ja auch nicht, also er steht ja höchstens vielleicht 30 Tage in voller Sonne, also und das kann man dann mal 12 nehmen. Also ich denke, so ein Material hier, das hält locker 8 oder 10 Jahre, bevor das hier irgendwie porös wird, sich auflöst. Das sind jetzt eigentlich nicht die Bedenken. Ich fand es einfach schöner, nochmal hier oben auch ein Muster drauf zu haben, deswegen habe ich das aufgeklebt. Und hier, das gefällt mir einfach gutes Camouflage und ich finde, es bringt auch ein bisschen, vor allem in Landschaft mit Grautönen, das sieht man einfach weniger, wenn man von der Ferne schaut. Von der Nähe sieht man natürlich immer so einen Fahrradwohnwagen, auch durch die Konturen hier, durch das Kubische, das ist dann natürlich nicht unscheinbar. Das hier zeige ich euch hier, wie ich das aufgebracht habe, mit dem Zeitraffer. War eine voll mühsame Arbeit, ja, aber es hat sich gelohnt, wie ich finde. Hier ist diese Folie für das Pixel-Camouflage und diese Rückseite hat ja hier diese Quadratzentimeter-Muster und da male ich mir hier alles von Hand diese Pixelmuster auf und die kann ich dann ausschneiden mit der Schere, ganz schön müßig und dann aufkleben. Das mache ich jetzt hier mal, das Aufmalen und dann ausschneiden. Und ich male mit dem Stift immer hier so die Fläche aus, dass ich weiß, wo ich lang schneiden muss. So, hier ist wieder eine Fläche. Da mache ich mal größere, mal kleinere Strukturen.
Und so sieht er jetzt von außen aus, komplett beklebt mit dem Camouflage-Muster. Hier mal eine Demonstration mit so einem Aufstellen von so einem Fahrradwohnwagen, wenn der Hang hier abschüssig ist, wie man das dann machen kann. Und das ist ja der Vorteil von so einem Einachser, was ja bei dem Tandemachser dann eben nicht geht. Hier habe ich mal diese Doppelwasserwaage angebracht. Und hier sieht man jetzt, die ist hier ganz draußen, also nicht in der Mitte. Und ich kann jetzt ja einfach zum Hang hier drehen, bis die Wasserwaage in der Mitte ist. So, jetzt kommt es langsam rum. Nee, irgendwo kommt der Punkt. Wo kann ich den ausrichten? Jetzt so. So ist er in der Mitte. Sieht man das hier? Also wenn der Hang so abschüssig ist, dann muss ich den Fahrradwohnwagen 90 Grad versetzt, genau, dass die Achse parallel ist zu dem Hang schräge. Dann bin ich immer so im Wasser. Und das, die kann ich ausgleichen mit meinen Stützen dann. Das ist ja dann ganz einfach. Einfach die Stütze rauslassen. Und hier kann ich mit meiner Wasserwaage wieder austarieren. Und schon steht der Fahrradwohnwagen absolut im Wasser hier. Eine weitere Neuerung, die ich mir hier gebastelt habe, sind diese Keile. Einfach aus diesem Triplex-Material hier Resten hier rausgeschnitten. 6 Lagen hier in der Mitte. Und hier habe ich nochmal 2 außen, die ein bisschen höher sind, damit einfach der Reifen hier schön eingebettet ist. Das Seil dient dazu, dass die Keile nicht auseinanderrutschen, dass ich einen festen Stand habe, auch auf dem glatten Untergrund. Ich habe ja hier keine Feststellbremse bei dem Fahrradwohnwagen, deswegen brauche ich Keile, gerade wenn es jetzt hier ein bisschen abschüssig ist, dass der mir nicht nachts davonrollt. Und die kann ich dann einfach hier so runterstellen. Das Einzige ist, ich muss wegen dem Seil hier den Fahrradwohnwagen kurz anheben. Aber da der nicht so viel wiegt, der ist ja voll beladen, vielleicht 45 Kilo, also eine Seite hochheben heißt dann 23 Kilo oder sowas, und dann sinkt der so richtig satt hier ein, der Reifen in den Keil, und da rollt dann auch nichts mehr weg. Das hält wirklich bombenfest, und die durch das Triplex-Material sind wirklich federleicht. Die habe ich hier mit solchen Kabelbindern zusammengebunden, gar nicht geklebt, einfach nur so, das hält fest genug. Der Keil ist auch wieder ganz einfach zu entfernen. Da der Fahrradwohnwagen so leicht ist, kann ich einfach den ganzen Fahrradwohnwagen so leicht kippen, und schon sind hier die Keile auch wieder draußen. Ja, und was gibt es noch für Neuerungen bei meinem schönen Fahrradwohnwagen? Ich zeige es dir mal hier. Da hatten ja manche Bedenken, dass von unten zu viel Wasser reinkommt, auch durch das Spritzwasser vom Hinterrad. Und das habe ich jetzt hier mir einen Spritzlappen hingebaut, aus der LKW-Plane ausgeschnitten. Und wie man sehen kann, hier am Dreck hat auch schon er seinen Sinn erfüllt. Denn der weht zwar ein bisschen nach hinten beim Fahrtwind, aber das Spritzwasser, das geht jetzt nicht mehr an den Untergrund vom Fahrrad. Hier zeige ich mal von unten, wie das aussieht. Ist sauber geblieben. Ist ja mein Moskitonetz da unten, und dann noch der Gutband Lattenrost. Dann diese Reflektoren habe ich angebracht. Vorne helle weiße 2 und hinten natürlich entsprechende rote Katzenaugen. Hier leuchtet schön in der Sonne. Da unten habe ich ein kleines Licht. Das soll noch ersetzt werden durch größere Lichter. Und dann auch auf beiden Seiten rechts und links ein Licht, dass ich einfach gut gesehen werde.
Was habe ich noch für Veränderungen vorgenommen? Hier habe ich ein Baumwollklebeband hingeklebt. Das dient einmal dazu als Stoßkante. Dann finde ich die Farbe sehr schön, Smart-Schwarz. Finde ich schöner als diese silberne Alukante. Hier habe ich noch so Aluleisten draufgeklebt, so wie hier. Und dieses Baumwollklebeband habe ich mir auch noch als Abtropfleiste gedacht. Das steht hier so ein bisschen über, vielleicht sieht man das. Und wenn der Regen hier rüberläuft, dann läuft er nicht um die Kante rum, sondern der bleibt hier. Das Baumwollband saugt sich auch nass. Und dann kann der Regen nach meiner Theorie nur noch hier runtertropfen an der Kante hier und nicht mehr hier innen reinlaufen. Weil sonst wird er hier vielleicht um die Kurve laufen. Und gerade hier am Eck ist ja nur der Klettverschluss, könnte er ins Innere laufen, was er bisher noch nie gemacht hat. Aber damit ich das vermeiden kann, habe ich eben noch zusätzlich dieses Baumwollklebeband hier hingeklebt. Ich möchte mal demonstrieren, wie einfach der zu rangieren ist. Durch sein leichtes Gewicht kann man den wirklich ganz leicht alleine schieben. Und hier an dieser Sicherungsleine von der Weberkupplung halte ich den so und kann jetzt so mit dem hier rumspazieren. Den werde ich mal neu ausrichten und dann meine Panoramaklappe öffnen. So, der muss jetzt nicht groß im Wasser stehen, damit auch zum Wasser gerichtet sein. Also es geht wirklich total easy, den hier zu bewegen, zu manövrieren. Selbst hier auf dem krummen Untergrund, wo lauter Wurzeln und alles Mögliche sind. So. Einrichtung ist halt gerade. Selbst wenn er jetzt so schief steht, kann man das hier prima mit den Stützen hier ausgleichen, dadurch, dass die so lange sind. Hier möchte ich mal meine Panoramaöffnung vorstellen. Da kann ich ja diese Seitenteile, die ich eigentlich für diese Gästebett-Version hier reinklette, kann ich einfach umdrehen um 90 Grad. Und dann bildet es hier einen rechten Winkel mit diesem Vordach. Dann ist die ganze linke Wand offen hier. Ja, und hier kann ich natürlich dann einfach gemütlich drin sitzen, chillen und vor allem hier rausgucken, einen schönen Panoramablick genießen hier. Das finde ich das Geniale hier, diese Vielfalt von diesem Fahrradwohnwagen, dass ich den einfach so unterschiedlich einsetzen kann. Mal als Zweierwohnwagen, mal alleine und dann hier wirklich bei schönem Wetter könnte ich sogar hier so offen schlafen, dass ich einfach wirklich gute Durchlüftung habe. Einfach so einen schönen Panoramablick hier zu haben, wenn man jetzt auch noch auf dem Berg steht oder sowas, hat man wirklich eine tolle Weitsicht. Hier ist noch mein Vorhang jetzt, der verbesserte, aus dieser Stoffplane. Und hier nochmal mit dem zweiten Klettband, dass der eben nicht runterfällt. Es war so, dass der dann sonst hier runterhing und dann gar nicht mehr verschattet, verdunkelt hat. Und jetzt kann man den hier eben so dran kletten. Hier ist diese gummierte Seite außen und hier die schöne Stoffseite innen. Geht schnell hinzumachen, schnell abzumachen. Und genauso auch hier diese Vorhängchen dran. Wirklich schnell demontiert, verstaut oder eben auch wieder angebracht hier und gibt gut dunkel auch in der Nacht. Ein wahrer Verwandlungskünstler hier, mein Fahrradwohnwagen und Raumwunder. Es ist echt schön viel Platz und hier kann man natürlich auch bei vollem Regen hier drunter sitzen, ist hier regengeschützt, auch Schlagregen von der Seite kommt hier nicht so viel rein und windgeschützt ist es hier drin auch. Und wenn man Durchzug haben möchte, kann man natürlich hier hinten auch aufmachen. Hat man hier noch eine Klappe und auch wunderbare Durchlüftung, also ist wirklich sehr vielseitig, das Konzept hier. Jetzt möchte ich noch die Plane vorstellen, die ich aus dem wasserabweisenden Stoff angefertigt habe. Das ist so eine Art Tarp. Das ist meine Transporthülle, wenn ich mal jetzt bei Regen, bei Sturm fahre, dass der Fahrradwohnwagen nicht nass wird und dass der einfach klein, kompakt ist während der Fahrt. Oder wenn ich den jetzt lagere, kann ich das eben auch mit der Plane hier abdecken. Hier habe ich von einer Warnweste so ein Stück drauf genäht. Das ist dann hinten sichtbar, dass ich eben von hinten auch bei Nacht und am Tag auffällig bin. Auch hier diese hellgrüne Farbe ist einfach auch eine Signalfarbe. Und das habe ich hier alles zusammengenäht mit dem wasserdichten Garn, dass da auch nichts reinkommt. Das Stoffband war nicht breiter als so. Deswegen habe ich das hier anstückeln müssen. Das ist nur 1,40 Meter breit.
Und wie man hier sieht, habe ich hier überall Ösen angebracht, damit ich das eben auch abspannen kann als Tarp und natürlich auch am Fahrradwohnwagen fixieren kann, damit es beim Wind nicht wegfliegt. Hier noch mein Herstellungsjahr, Maxwerk 2022, habe ich es genäht und hier habe ich extra für die Deichsel eine Aussparung genäht und es verstärkt, damit es nicht ausreißt. Aber hier kommt dann die Deichsel raus, ist schön abgedeckt und es ist schon ordentlich groß, das Tarp, wie man sieht. Ich weiß die genauen Maße jetzt nicht. Ich glaube aber 1,50 Meter oder 1,60 Meter auf, ja, was sind es, fast 2,50 Meter oder sowas. Also ein ordentlich großes Segel als Sonnensegel, als Regenschutz zu verwenden oder einfach das Fahrrad abdecken, wenn man das schützen will oder andere Sachen. Ich tue es auch in der Tiefgarage, wenn der jetzt aufgebaut hier ist, damit abdecken. Manche schreiben in den Kommentaren, dass ihnen das zu umständlich wäre, so ein aufklappbarer Fahrradwohnwagen. Von meiner Seite aus ist es auch eher so gedacht, dass der eigentlich optional zusammenklappbar ist. Also überwiegend eigentlich im aufgebauten Zustand gefahren wird oder gelagert wird, dass der so bei mir in der Tiefgarage steht. Aber wenn es mal denn die Situation verlangt, der Sturm oder Starkregen oder was auch immer, dass ich den platzsparend lagern möchte, dann kann ich ihn zusammenklappen. Sonst brauche ich den gar nicht zusammenklappen. Das heißt, ich habe den immer schnell griffbereit und alles drin eingepackt und kann jederzeit mit dem starten, ohne groß was packen zu müssen, vorbereiten zu müssen. Das ist ja auch so mein Wunsch an dem Konzept gewesen. Wirklich nur anhängen, losfahren, Spaß haben. Und das funktioniert wirklich klasse mit dem. Hier nochmal die Ösen und da. Da kann ich dann eben solche Stangen hier einhängen, die jetzt nicht, da fehlt noch so ein Dorn. Aber dann kann ich die hier an den Ecken so mit aufhängen und abspannen. Dann habe ich hier wirklich eine Zeltstange. Das ist jetzt ein bisschen biegsam, aber es hält fest genug, denke ich mal. Natürlich ist es nicht für einen Sturm geeignet, aber so bei schönem Wetter, da ist einfach ein guter Sonnenschutz dann. Hier liegt der Rest vom Fahrradwohnwagen, die Gästebetterweiterung. Ja, und man kann es auch mit stabileren Teleskopstangen abspannen. Dann hat man hier wirklich die Möglichkeit, mit dem schön anzubauen, das Ganze zu erweitern hier als Sonnen- oder Regenschutz. So, hier wieder alles einräumen. Man hat wirklich sehr viel Stauraum hier, das ist das Tolle an so einem Fahrradwohnwagen. Kann man viel mitnehmen. Ist natürlich auch eine kleine Verlockung, zu viel mitzunehmen und damit dann einen zu schweren Fahrradwohnwagen zu haben. Aber ich bin eher anspruchslos und minimalistisch unterwegs, nehme eher weniger als mehr mit, deswegen habe ich immer einen leichten Fahrradwohnwagen. Selbst diese großen, sperrigen Platten passen hier prima rein. Wenn ich alleine unterwegs bin, habe ich natürlich nicht das Gästebett, die ganze Erweiterung dabei. Allerdings diese Winkel hier schon, dass ich hier einfach die Panoramaklappe öffnen kann. Nochmal hier so rum, da habe ich ja das Verstärkungsrohr hier unten angebracht, damit es einfach viel belastbarer ist. Vorher war das Vierkantrohr einfach zu dünn, hat sich zu sehr durchgebogen. Das liegt ja nur an zwei Füßen hier auf, vorne und hinten. Und jetzt kann ich hier wirklich mich voll drauf stützen und da ist es stabil genug durch diese Brücke, die hier entstanden ist. Ja, und selbst das Bett geht hier gut rein. Und dann wieder diese Panoramaklappen abmachen. Ist wirklich im Nu. Ist wirklich im Nu zusammengebaut. Die Klettverschlüsse einfach fixieren, andrücken und dann meine Zusatzgurtbänder hier schließen. Dann ist es echt bombensicher. Da fliegt nichts mehr auseinander, auch nicht beim starken Sturm. Vorher fliegt der Fahrradwohnwagen in die Luft oder um, kippt um, aber aufreißen tut es das hier nicht mehr. Ja, diese Triplex-Platten sind leider thermolabil. Da zeige ich noch mal ein extra Video dazu, auch mein Fazit zu diesem ganzen Baumaterial hier, ob ich die noch mal nehmen würde oder nicht.
Herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und ich freue mich, dich wieder in einem weiteren Video begrüßen zu dürfen. Dein Macher Max. Ciao, ciao.